So, zu meinem Vortrag, es geht um 3D-Webdienste auf dem Web. Und die Frage ist eigentlich, wo stehen wir? Kurz zu meiner Person, ich bin Emmanuel Bello und arbeite bei Camp2Camp. So, vor ein paar Jahren gab es bei Google Maps so erste Prototypen und Beta-Versionen von 3D-Webmaps. Und seit kurzem, das ist nicht mehr ein Prototyp, sondern das ist tatsächlich online für jedermann. Man sieht hier auf googlemaps.com oder .de, dass es gibt so ein Globus-Sicht, auch mit relativ aktualisierten Daten zum Wetter. So die Wolken, die aktualisieren sich regelmäßig. Es ist tatsächlich 3D, wenn man hineinzoomt, hier ein Sicht von der Stadt Lausanne. Es gibt diese Gebäude, die mit den Texturen, so die Fassaden, schön dargestellt. Und auch hier diese Brücke. Die Brücke, man kann durch die Brücke schauen, so es sind tatsächlich 3D-Gebäude. Aber nicht nur Google macht 3D-Ansichten auf dem Web. Es gibt auch zum Beispiel Nokia mit den Here Maps. Und auch Open-Source-Lösungen wie Open Web Globe. Diese Folie zeigt, dass eigentlich mit guten und genauen Daten eine 3D-Ansicht im Web ist, man erreicht eine sehr hohe Qualität. Oder auch Cesium, das geht eigentlich auch in Richtung 4D-Daten. So, man kann so die Segelschirme, diese Leute, die kann man eigentlich verfolgen live entlang deren Reise. So, 3D auf dem Web, es ist nicht nur eigentlich eine Idee, sondern es sind konkrete Anwendungen, die das ermöglichen. So, eigentlich die Frage ist, was wollen wir für eine als Geospatial 3D Web? Also zuerst, es geht um die Darstellung. Wir möchten so 3D-Szene auf dem Web darstellen. Das heißt, wir möchten das Geländemodell darstellen mit den Luftbildern drauf. Man möchte auch in diese Szene so Gebäude mit den Texturen, mit den Fassaden, schöne Texturen. Es braucht auch die Möglichkeit, so Labels zu platzieren, so wie Marker, Point of Interest und so weiter, oder weitere geometrische Formen. Natürlich soll das auch völlig interaktiv sein, in Richtung so Web 2.0, so sehr ergonomisch. Das heißt, navigieren, vielleicht auf die Karte klicken, ein Objekt selektieren, ein Pop-up, so Informationen zu einem Objekt, so messen, vielleicht in der Zukunft auch editieren. Und wenn wir denken an den Use Case, eigentlich oft hat man eigentlich für eine begrenzte Zone so Daten mit einer hohen Genauigkeit, aber man möchte, dass diese lokale Genauigkeit in einem globalen Kontext dargestellt wird. Das heißt, es braucht einen Globus und auch die Möglichkeit hineinzuzoomen bis in einer Stadt, wo in der Maßstab der Stadt dann genaue Daten vorliegen. So, das sind die, sagen wir, Use Case oder Elemente, die wir im Web darstellen möchten. Aber es geht auch um die Technologie. Wir möchten so sicher eine völlig Web-Lösung. Das heißt, man möchte kein Plugin. Es soll auf alle Gerätetypen laufen. Es soll auf alle Betriebssysteme. Es soll unabhängig vom Browser sein. So, völlig Web. Dann natürlich braucht es so hier bei der FOSGIS im Bereich Open Source Software sind wir auch stark an offene Standard gerichtet. Das heißt, es sollte auch offene Standards vorliegen sowie offene Datenformate, um eigentlich Webdienste abzufragen und Daten auszutauschen. Und es wäre auch sehr schön, wenn das eigentlich auch Open Source Lösungen vorhanden sind, um diese Webdienste zu nutzen und auch eigentlich darzustellen. So, meine Präsentation, das geht eigentlich auf diese drei Achsen. Web, welches eigentlich ist eine State-of-the-Art-Review. So, was gibt es im Bereich Web ohne Plugin? Welche Standards sind da und welche Formate? Und was gibt es als Open-Source-Lösungen? So, im Web, es ist jetzt durchaus möglich, so 3D-Daten im Web darzustellen, im Webbrowser, im Browser, eigentlich mit der Norme WebGL. So, WebGL, es ist eine
eine Variation der OpenGL-Norm, die eigentlich im Browser läuft. Und das ermöglicht eigentlich von einer Web-Anwendung so die Stärke der Grafikkarte zu nutzen. Das heißt, die JavaScript-Anwendung, die eigentlich ermöglicht, dass man mit der 3D-Globus interagiert, beinhaltet auch Shader-Code, das eigentlich Befehle an die Grafikkarte sendet. Und das ermöglicht zum Beispiel, dass das Geländemodell, so vektoriell, dass man drauf noch Luftbilder darlegen kann. So, mit WebGL, das funktioniert auf alle Browser, es braucht kein Plugin. Und noch vor kurzem war die Frage eigentlich, aber was gibt es mit Internet Explorer? Und jetzt mit der Version 11 von Internet Explorer ist es auch möglich, WebGL-Programme laufen zu lassen. Und es gibt auch einen Trend, das ist noch der Anfang, aber es geht auch in Richtung, dass WebGL auf mobile Geräte unterstützt wird. So würde ich sagen, für dieses Aspekt, kein Plugin, es gibt eine Lösung, das ist diese Lösung. Dann zur Standards. So, was gibt es als offene Standards zurzeit? So, eigentlich, es gibt ein sehr breites Interesse, 3D-Daten im Web darzustellen. Und man sieht, dass mehrere Standardorganisationen auch versuchen, das zu standardisieren, weil die brauchen eine Lösung. Von der Seite der OGC, es braucht also Webdienste und geografische Daten auf das Web zu senden. Aber rein im Bereich von Web 3D oder W3C, es braucht auch die Möglichkeit, so Würfeln, Elemente, um geografische Formen in eine Webseite zu integrieren. So, es gibt bestimmte Elemente wie so das 3D Portrayal Service von der OGC, wo man versucht zu standardisieren, ähnlich wie WMS oder WFS, wie man so eine Szene über Webservice zur Browser senden kann oder ein 3D-Bild. Es gibt andere Standards bei der OGC wie KML, die ermöglichen, 3D-Daten zu encodieren auf Basis von XML und Collada. Es ist vielleicht nicht sehr geeignet für größere Datenmengen, so ich werde das nicht weiter verfolgen. Es gibt auch CityGML, das ist auch eine Norm, um 3D-Daten zu encodieren. Das geht mehr eigentlich für die Darstellung, Speicherung und Transferierung zwischen den Systemen, aber es ist nicht sehr web-orientiert. Datenmenge und so weiter können problematisch sein. Und es sind auch Open-Source-Lösungen, die eigene Standards, die eigene Lösungen entwickeln und vielleicht die Hoffnung haben, dass es vielleicht einmal als Standardbasis genutzt werden könnte. Wenn man das von der Webseite so W3C anschaut oder Web3D, es gibt das X3D Datenformat auf Basis von XML, das genutzt oder das standardisiert ist. Leute, die kommen von der Welt der Grafik, so Computers Graphics, so Konos Group, die haben so das Collada-Standard für den Datenaustausch, aber auch Graphic Language Transfer Format, das stark eigentlich an die Grafikkarte orientiert ist, sodass es eigentlich sehr schnell durch die Grafikkarte gelesen werden kann. So, ich werde auf diese Elemente, die etwas fett gezeichnet sind, etwas näher in Detail gehen. So, wie würde so ein 3D Portrayal Service funktionieren? Man hat eigentlich wie für eine Web 2.0 Anwendung, man hat ein Backend mit 3D Modelle und drauf hat man einen Server, der eigentlich so Webdienste anbietet. Und mit dieser Webdienst kann man so die Darstellung, die Szene eigentlich der Client senden. Und dann das Rendering, das erfolgt auf der Client. Das wäre eine Art WFS. Und es gibt auch der andere Ansatz, like WMS, dass eigentlich die Grafikkarte auf der Server ein Bild generieren würde und dass nur dieses Bild eigentlich gesendet wird. Zum Beispiel im Fall der Client wenig Rechenkapazität hat.
Bei der OGC gibt es W3DS, so ein Draft, eine Draft-Spezifikation. Und das ist ganz, ganz normal wie eine WFS- oder WMS-Abfrage. Das heißt, man sagt, okay, was für eine Request geht es hin, was für ein Output-Format, zum Beispiel X3D, was für eine Projektion, was für eine Bounding-Box, welcher Layer und so weiter. Und dann dank dieser Abfrage bekommt man eine X3D-Datei. Wenn es geht um die Datenformate, es gibt eigentlich ein Challenge, dass eigentlich man muss einen Kompromiss finden zwischen verschiedenen Elemente. Eigentlich die Datenmenge für eine 3D-Visualisierung, das kann eigentlich große Datenmenge sein. Das heißt, man soll so eine kompakte Objektabbildung finden, um die Bandbreite zu schonen. Aber gleich, so zum Beispiel, so Komprimierung wäre sehr geeignet. Aber gleich, man möchte eigentlich, dass diese Objekte schnell in die Grafikkarte dargestellt werden, durch die Grafikkarte dargestellt werden. Das heißt, es sollte nicht komprimiert, sondern in einem Format, das eigentlich geeignet für die Grafikkarte sein. Oder man möchte auch das ganze Modell auf einmal laden, sondern progressiv. Das heißt, es sollte auch ein Format geben, dass man schon etwas darstellen kann, auch wenn nicht die ganze Daten übertragen ist, so Streaming oder unterschiedliche Level of Detail. Und vielleicht noch einen vierten Punkt. Eigentlich die Grafikkarte, man verwendet Shader Code, um die Objekte um Befehle an die Grafikkarte zu senden bezüglich die Objekte. Und das heißt, das Format der Daten, das ist etwas auch gebunden an, wie die Anwendung programmiert ist für die Darstellung. Das heißt, es gibt so noch hier eine Schwierigkeit, um eine gemeinsame Basis zu haben. So, was gibt es? Zum Beispiel X3D. So X3D, das ermöglicht so Basic Primitive, so wie ein Würfel, eine Sphäre und so weiter zu encodieren. Und auch Index Face Set, es sind Dreiecken, eine Maschenweite von Dreiecken. Und dank diese Dreiecken kann man eigentlich so ein Gebirge, ein Haus und so weiter darstellen. Das hat zur Folge, dass man hat ein Dokument, nehmen wir eine HTML-Seite mit der Index und dann alle Koordinaten. Und das kann, wenn es gibt ein komplexes Modell, großes Modell, da hat man dann riesige HTML-Seiten. Es gibt Optimierungen in dem Bereich, so die Daten im Binary zu encodieren oder so progressiv die Daten zu strukturieren, dass man die progressiv lesen kann. Ich würde das noch etwas weiter verfolgen. Also, es gibt auch vielleicht ein anderes Format, das ist noch nicht standardisiert, aber der ist gut beschrieben. Das ist Cesium Language. Und das ermöglicht, so grafische Szenen zu encodieren, sowie zeitdynamische Daten. Das heißt, wenn es gibt zum Beispiel ein Objekt, der sich bewegt, man kann über die Zeit den verfolgen und das darstellen. Das geht etwas mehr in Richtung Web mit einer JSON-Struktur und dem Format, der unterstützt Datenstreaming. So könnte es als JSON-Datei dargestellt werden, so mit eigentlich hier in der Mitte Cartesian und dann mit der Zeit die unterschiedliche Positionierung der Elemente und dann es gibt einen Interpolationsprozess in die Anwendung. Das macht eine schöne Bewegung des Objekts. Und noch so Graphic Language Transmission Format. Und der ist auch JSON strukturiert, verweist auf externe binäre Daten, so effiziente Datenübertragung. Und diese binäre Daten, die sind unkomprimiert, sodass die eigentlich in die Grafikkarte schnell integriert werden können. Und der ist auch wenn zurzeit kein Streaming oder Komprimierung vorhanden ist, es gäbe die Möglichkeit, das noch zu erweitern, um das zu streamen und komprimieren. So, hier gibt es einen Standardisierungsprozess. Diese drei
Formate, okay, wie kann man die eigentlich auf dem Web darstellen? So, im Bereich Open Source, es gibt schon eigentlich gute Implementierungen. So, PostGIS ist in der Lage, 3D-Daten zu speichern. Es ist möglich, diese als X3D mit der Funktion als X3D zu exportieren. Es gibt GeoServer, der bietet eine W3DS API, so Get-In, Get-Tile, auf Basis zum Beispiel auf einer Request auf der PostGIS. Es gibt auf der Client-Seite X3DOM, eine Programmbibliothek, um X3D-Daten darzustellen und damit zu interagieren. Und auch hier Cesium, das ist ein virtueller Globus in WebGL. Hier ein Beispiel von Darstellung von geologischen Daten, die stammen von PostGIS, die werden über W3DS, über GeoServer in der X3D-Format durch X3DOM dargestellt. So, es ist eine Open-Source-Welt. Man nutzt unterschiedliche Komponenten und bildet so eine globale Lösung, die effizient ist. So, X3DOM, das ist diese Library, die ist in der Lage, so Millionen von Punkten in WebGL darzustellen. Und eigentlich, die dient eigentlich, es ist ein experimental Framework, das nützt WebGL und das hilft eigentlich zum Prozess der Standardisierung bei Web3D und Web W3C Standards. Und einer der Vorteile von X3DOM ist, dass die Objekte, die sind als DOM-Objekte, so als HTML-Objekte integriert in die Webseite. Und das heißt, für einen JavaScript-Entwickler ist es ganz einfach, mit diesen Objekten zu interagieren, weil die sind im DOM vorhanden und man kann zum Beispiel, die werden so anklick, eine Antwort oder man kann die per CSS anpassen und so das Layout anpassen. So traditionell Web Programmierung. So hier noch ein Beispiel einfach, es gibt so die Szene, ein X3D-Dokument und dann eine Szene und dann drauf das geografische Element. Es gibt auch Cesium, das ist ein virtueller Globus, das bietet eigentlich drei Sichten, so des Globus oder eine Perspektive oder noch eine zweite Karte. Und hier, Cesium ist in der Lage, so dieses Globus zu animieren und kann so dynamische Szene mit CZML darstellen. So Satelliten zum Beispiel können sich bewegen rum um die Erde oder Objekte können sich anpassen oder sich bewegen. Dieser Globus unterstützt unterschiedliche Geländemodelle und Quellen. So für das Gelände. Und drauf kann man so unterschiedliche Typ von Webdienste drauflegen, wie WMS, TMS, OpenStreetMap, Bing, Esri und so weiter. Und es ist noch möglich, so KML zu integrieren. So Cesium ist auch als gute Anwendung, eigentlich gut entwickelte Anwendung, auch erweiterbar mit Plugins. So, es gibt tausende Beispiele online, aber hier eine Darstellung von einem CZML-Datei, die sich eigentlich bewegt, mit dynamischer Darstellung. Oder hier eigentlich der Terrain-Server, der eigentlich das Geländemodell liefert und drauf eigentlich die Skipisten, die sind vermutlich mit WMS draufgelegt und auch noch bestimmte POIs, die sich vielleicht noch bewegen mit der Zeit. Für Leute, die damit spielen möchten, es gibt so ein Sandcastle und mit Beispiele und man kann direkt eigentlich Quellcode drin kopieren und dann so mit zwei, drei Zeilen kann man so zum Beispiel das Geländemodell hinzufügen. So, um das zu versuchen, es geht sehr schnell, um das zu probieren. Ja, und dann, es gibt noch andere Programmbibliotheken wie OpenLayers 3, die möchten eigentlich, um eine umfangreiches WebGIS, Weblösung 2D, 3D anzubieten, die gehen in die Richtung eigentlich von Cesium Integration, so OpenLayers für die 2D-Map und dann eigentlich das Extend in die 3D
auf den 3D-Globus zu senden, das Extend der Karte. Aber nicht nur der Extend, sondern auch Objekte der OpenLayers-Karte, zum Beispiel vektorielle Objekte, die in 2D dargestellt sind, dass wenn man eigentlich in die 3D geht, dass man diese Objekte auch mitnimmt. So, das wäre die Open Source Lösung, die zurzeit so im Bereich 3D vorhanden sind. So, vielleicht als Zusammenfassung: Es gibt eine sehr große Aktivität im WebGL und 3D Bereich. Wir haben gesehen mit Google, dass es gibt Big Players, die eigentlich Tendenzen setzen. Und der breite Publikum wird so 3D-Globus erwarten. Es gibt auch zahlreiche Standardisierungsprozesse, das ist, würde ich sagen, ganz gut. Und auch diese Standardisierung, das geht auf Basis von Prototypen. So, die Standards, die sollten relativ, ich würde sagen, gute Standard kommen. WebGL so verbreitet sich. Jetzt ist auch Microsoft dabei, so alle Players im Browserwelt sind dabei. Und es gibt noch wichtige Elemente, die zu berücksichtigen, wenn man so ein 3D-Projekt macht. Es ist die Datenmenge, es ist viel mehr Datenmenge als eine normale 2D-Anwendung, zu speichern, zu prozessieren, zu übertragen, zu streamen. So, das sind richtige Herausforderungen. Es gibt die Frage der CPU- und GPU-Optimierung. Was geht durch die CPU, was geht direkt an die Grafikkarte? Das ist, je nach Format hat man unterschiedliche Antworten eigentlich. Und man muss auch etwas aufpassen im Bereich Standardisierung für den Web, so W3C. Im Geospatial-Bereich, wir brauchen so gute Encoding-Möglichkeiten, weil die Koordinaten, das sind lange Zahlen und es braucht so Möglichkeit, viel zu encodieren, was nicht vielleicht mit einem Würfel vorhanden ist. Und ja, mal schauen, wie eigentlich diese unterschiedlichen Datenformate mit unterschiedlicher Implementierung dann wachsen, denn schon die Datenformate und die Darstellung, das ist schon eingebunden. Aber Interoperabilität wäre ja sicher etwas wichtig. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Emanuel. Sind Fragen? Alles klar? gut, ich arbeite beim OGC, deswegen meine Frage, wie du hast jetzt einige Player gelistet, Encodus Group und Web3D und das OGC. Habe ich jemanden vergessen? Nein, ich frage mich nur, wo engagiere ich mich, wie entscheide ich, wo ich mich einbringe? Wie macht ihr das bei Camp2Camp? So, es gibt eigentlich, das Gute ist in diesem Prozess, es ist relativ offene Standardisierungsprozesse. So, eigentlich Spezifikationen greift man einfach. Und ich würde sagen, man soll sich schon in diese unterschiedliche Welt engagieren, sicher bei der OGC und auch bei den Kronos Gruppe, weil das muss zusammen funktionieren, sodass wir eine effiziente Lösung für das Geospatial Welt haben. Vielen Dank, ich kann dazu sagen, das OGC und die Kronos Group arbeiten auch zusammen, also ja. Da findet auch Zusammenarbeit statt.